einen nicht wirklich, Leute, keine Sorge. Auch im Internet gibt es Community-Richtlinien, Verhaltensrichtlinien. An die halte ich mich natürlich. Das Ganze hier ist nur eine Wasserpistole. Aber ja, das Thema ist, denke ich mal, ganz interessant. Ich lese es immer wieder in irgendwelchen Foren im Internet. Kann man Urin auch als Dünger anwenden? Und dazu möchte ich euch jetzt mehr in diesem Video hier nach dem Intro sagen. Ja, mit der Nahrung, da nehmen wir viele Nährstoffe zu uns und die scheiden wir dann natürlich auch wieder aus, da wir nicht alle verbrauchen. Und gerade Phosphor, das liegt hochkonzentriert im Urin vor. Und ja, wie wir alle wissen, ist das sehr, sehr gut, um die Pflanzen zu düngen. Das ist auch der Hauptbestandteil von Pflanzendünger, dieser Phosphor. Und der liegt ja nun, wie gesagt, im Urin vor. Dürfen wir jetzt mit Urin düngen? Kann man das machen? Ja, man kann das. Man muss sich nur an einige Sachen halten. Erstmal nicht pur düngen. Dafür ist der Urin dann einfach zu stark. Das würde die Pflanze dann mehr schädigen. Und dann müsst ihr nochmal darauf achten, ob ihr eventuell irgendwelche Medikamente zu euch nehmt regelmäßig oder auch mal zwischendurch welche nehmt und dann mal vielleicht mit dem Arzt Erbe sprechen, ob die Konzentration der Medikamente nicht zu schädlich wäre, um damit seine Pflanzen zu düngen, gerade wenn ihr auch keine Zierpflanzen düngt, sondern Pflanzen, die ihr hinterher auch essen wollt. Es gibt dann verschiedene Pflanzen, die ihr verschieden düngen müsst. Ihr seht hier einmal eine Rose. Eine Rose ist ein sogenannter Starkzehrer, das heißt, die können ein bisschen mehr Dünger vertragen. Aber auch hier dürft ihr den Urin nicht pur auf die Rosenpflanze geben. Hier müsst ihr das Mischverhältnis 1:10 anwenden. Das heißt, wenn ihr einen Liter Wasser dazu gebt, dann 100 Milliliter Urindünger bzw. nur Urin. Und das mischt ihr euch dann am besten in die Gießkanne hinein. Und dann ganz wichtig, dass ihr den Wurzelballen damit gießt und nicht so viel auch die Blätter, weil der Urin ein bisschen scharf sein kann. Und diese Düngung könnt ihr dann genauso anwenden, wie ihr das mit normalen Dünger auch macht. Ja, welche Pflanzen gehören noch zu den Starkzehrern? Geranien zum Beispiel, Erdbeeren, Obstbäume, ne, wie hier, könnt ihr einmal sehen, mein Apfelbaum, ne? Das ist also auch ein Starkzehrer. Wenn ihr eine Sonnenblume zieht, könnt ihr das wunderbar machen. Tomaten, Gurken, Rüben, Möhren, das alles sind Starkzehrer. Und meistens auch so Heckenpflanzen wie eine Lorbeerkirsch, die zählt auch zu den Starkzehrern. Dann gibt es natürlich noch Pflanzen, die nicht zu den Starkzehrern gehören, wie zum Beispiel hier diese Buchsbaumhecke, die auch nicht viel wächst. Hier mischt ihr dann ein Verhältnis von 1:20, um die Pflanze eben nicht zu überdüngen. Ja, dann stellt sich noch die Frage, riecht das Ganze nicht unangenehm? Ja, alter abgestandener Urin, der riecht natürlich. Da ist es so, dass der Stickstoff, der im Urin enthalten ist, dann in Ammoniak umgewandelt wird mit der Zeit. Und das sorgt dann dafür, dass es übel riecht. Wenn ihr jetzt frischen Urin nehmt, damit dann euren Dünger macht, mit dem Mischverhältnis, so wie ich euch das hier gezeigt habe, dann braucht ihr da keine Angst haben. Dann riecht auch hinterher euer Garten nicht. Also frischen Urin nehmen und dann macht euch keine Sorgen wegen dem Gestank. Ja, und wie wird das hinterher mit dem Geschmack meiner Äpfel sein, die sich hier schon ganz, ganz leicht bilden? Ich zoome mal ein bisschen ran, könnt ihr das sehen? Na, hier kommt schon ganz langsam welche. Auch da braucht man sich keine Sorgen machen. Der Geschmack wird dadurch auch nicht verändert. Wie gesagt, nur nicht pur dünnen, sonst macht ihr die Pflanze kaputt. Keine Medikamente nehmen. Ihr solltet auch nicht starke Alkoholiker oder Raucher sein, das wäre natürlich auch noch schädlich. Gesunder Urin. Der ist wirklich sehr, sehr guter Dünger. Dann gibt es noch Pflanzen, die lagern Nitrat ein und die solltet ihr dann nicht mit Urin düngen. Das sind so Blattgemüse wie Spinat, Rucola, Chinakohl, Grünkohl, Kohlgemüse, sowas eben nicht. Wenn ihr euch da unsicher seid, dann guckt mal vorher im Internet und gebt einfach mal an den Namen der Pflanze, den ihr da habt und ob das Nitrat bei dieser Pflanze eingelagert wird. Und wenn dem so ist, dann eben kein Urindünger geben, sondern entsprechend den richtigen Dünger der richtigen Pflanze zuordnen. Ja, ich hoffe, dieses Video war informativ für euch. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Ihr könnt mich auch gerne kostenfrei abonnieren, dann seht ihr auch weitere Videos von mir. Ich sage bis dann, euer Mac Haverick.